Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 22.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, wow, und der große Schluckus. Geil. Haben wir auch ein Gameplay dazu? Ein High-Kill-Gameplay, oder besser gesagt, ein High-Get-Killed-Gameplay. Ja, er ist ziemlich häufig gestorben. Man kann schon die Sekunden zählen, wie lange er tatsächlich dann auf der Map ist. Doppelzapfer, also Gameplay dann rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende des Videos. Dann Schlürf hier auf der rechten Seite auch neu. Fangen wir gleich mal mit der Schlürflackierung an. Gucken wir uns mal ganz kurz hier an, wie das Ding aussieht. Bin jetzt kein großer Fan von dieser Lackierung. Mir persönlich gefällt sie nicht so gut. Und Schlürf kriegt von mir, also 300 V-Bucks kostet das Teil, kriegt von mir 5 von 10. So, alter Vater. Das ist aber eine andere. Das ist nicht diese Lackierung. Weil, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, leider wird hier momentan auf der Seite eine andere Lackierung angezeigt. Das ist nicht diese hier. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Das ist nämlich die richtige Slurp. Eine animierte Lackierung und nicht das da. Ja, keine Ahnung. Also müssen wir einfach mal gucken. Dann, wenn da nochmal was nachkommt, dann zeige ich euch das. Dann haben wir hier den Schrittwechsel. Und er ist schon ziemlich, ziemlich geil. Kriegt von mir 10 von 10 das Teil. Schrittwechsel. Hat hier folgendes Voting. 3,87 von 5 bei 30 Votes am 16. April 2019. Das war drin gewesen. 10. Mal 28. Wir meinen das letzte Mal im Shop vor 28 Tagen am 25. Oktober. Weiter geht's mit der Pömpelacke Plunger. Da weiß ich, der sofort liebt das Teil. Ich persönlich bin jetzt kein so großer Fan davon. Ist okay, aber kriegt von mir 7 von 10 die Plunger. Und die hat hier folgendes Voting. Wir haben 3,87 von 5 bei 38 Votes am 9. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen, 36 Mal. Seitdem 54 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 59 Tagen am 24. September. So. Wenn wir uns das da draufklicken, so hört sich das an. Dann haben wir den Schneid, der Grid. Ich glaube, dazu haben wir auch ein Gameplay. Bin mir jetzt aber nicht so wirklich sicher. Für 800 V-Bucks das Teil. Jo, kriegt von mir 6 von 10. Und hat hier folgendes Voting. Wir haben 3,63 von 5 bei 8 Votes. Am 15. August 2019 das erste Mal drin gewesen. 4 mal 11 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 26. Oktober. Dann sind wir bei dem mega geil. Double up, kleine Schritte. Ziemlich witzig das Teil. Für 500 V-Bucks. Ein Synchron-Emote. Kriegt von mir 9 von 10. So. Das Ding hat hier folgendes Voting. Wir haben 4,14 von 5 bei 7 Votes am 31. Oktober 2019 das letzte Mal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. 17 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 22 Tagen am 31. Oktober. Dann geht's weiter mit dem Shopper. Ja, hier diese Rocker Lady mit diesem geilen Tattoo da drauf. Und diesem coolen Rucksack.
Sieht schon cool aus, die Lady Shopper kriegt von mir 7 von 10 für 1200 V-Bucks und hat hier volles Voting 3,1 von 5 bei 48 Votes. Am 31. August 2018 erstmal drin gewesen, 8 Mal, 37 für meine, letztes Mal im Shop vor 203 Tagen am 3. Mai 2019. Jo, dann kommen wir hier zum Ahnenschlag. Mega geile Picke, gefällt mir sehr gut für 800 V-Bucks, kriegt von mir 9 von 10 und das Teil hat hier folgendes Voting 3,5 von 5 bei 14 Votes am 15. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen, das 8. Mal, 35 Reminders, setzen wir im Shop am 11. Oktober vor 42 Tagen. Dann sind wir bei Magnus, der Wikinger. Season 5 ist da eingeführt worden für 2000 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 8 von 10. Find den ganz cool. Und hat hier folgendes Voting 3,56 von 5 bei 66 Votes am 15. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen, das 8. Mal. 106 Reminders, das letzte Mal im Shop am 11. Oktober. So, dann geht's hier weiter mit den schweren Haken. Die finde ich sehen ganz cool aus. Gibt's verschiedene Styles. Diese zwei Dinger hier. Wobei in der gelben Version gefällt's mir persönlich besser. Stehe nicht so auf pink. Schwere Haken kriegt von mir 7 von 10 und hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 3 von 5 bei 3 Votes am 16. Oktober 2019. Das war drin gewesen, das zweite Mal jetzt. Kein einzigen Reminder. Das letzte Mal im Shop eben am 16. Oktober. So, dann haben wir den Outcast. Oder auch die Angelmeisterin. Ich finde, die sieht eigentlich ganz cool aus. Gibt es auch in zwei verschiedenen Styles. Oh, da bin ich mir momentan nicht so wirklich sicher, welche mir da besser gefällt. Von den Ladies. Auf jeden Fall cooler Skin. Kriegt von mir 7 von 10. Und hat hier folgendes Voting. 3,5 von 5 bei 8 Votes am 16. Oktober 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. 7 Reminders. Jo, dann sind wir auch mit diesem Set schon soweit durch. Dann geht es jetzt hier zu dem Doppelzapfer. Das Teil sieht richtig geil aus für 1200 V-Bucks. Doppelte Schlürfkraft mit nur einem Schwung. Teil des Schlürftrupp-Sets. Das sieht cool aus. Frage ist, wie groß ist dieses Teil? Das sieht nämlich monströs aus. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Eine Doppelschlürf. Schlürf. Jo, das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Und hier folgendes Voting. Da bin ich beim Outcast nochmal. So, hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 4,5 von 5 bei 2 Votes am 22. Ja, ist ja heute. So. So, und jetzt kommen wir last but not least zum großen Schluckus. Gucken wir uns das Teil mal an. Mega geil. So, jetzt müssen wir mal, wir müssen das mal jetzt hier sehen. Also, oh, das geht hier hinten sogar durch die Wirbelsäule durch. Okay. Schlürf. Also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Du hast hier hinten, das sieht man dann auch besser im Gameplay, hast hier hinten hast du diesen Schlürfkanister. Und da geht der Schlürf hier durch. So, und dann hast du hier das Teil. Und wie man sehen kann, geht hier auch überall Schlürf durch. Alter Vater hat der Arme, ey. Was ein Vieh. Was für Adern. Holy Macaroni. Das Geile ist, das ist mir im Gameplay vorhin auch erst am Ende aufgefallen. Hier, das sind ja hier von den Schlürftonnen, von den Schlürfkanistern hier oben, hier diese Schulterpanzer. Ja, das ist richtig crazy, das Ding. Und
Dem kann ich natürlich nur eine einzige Note geben. Und das ist ein 10 von 10. Jetzt schauen wir doch mal, wie sieht es denn da momentan aus. Wir haben 5 von 5 bei einem Vote. Ich kann nochmal aktualisieren. Immer noch 5 von 5 bei einem Vote. Zwei Reminders momentan. Alles klar. So, jetzt sind wir mit dem Shop soweit durch. Ich finde das Teil mega krank. Und jetzt muss ich diesem Shop eine Bewertung geben. Es ist mal wieder Zeit dafür, fürs Voting. Und hier haben wir momentan 2598 Hate It's, 1029 It's Meh und 1179 Love It's. Jetzt lassen wir mal schauen. Also auf der rechten Seite Schrittwechsel geil. Pömpelacke cool. Kleine Schritte cool. Shopper cool. Schneid, ja. Magnus cool. Und hier großer Schluckus, mega geil. Doppelzapfer, mega geil. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das hier fällt für mich schon mal total aus der Reihe. It's Meh oder Love It. Ich finde diesen Shop geil und er kriegt von mir ein Love It. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code sofort, du gleich, TTV. Und schaltet's nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Daily Shop News mit Winnerman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.